Das ist keine Science Fiction mehr. Der City Airbus soll als Flugtaxi über London, Frankfurt oder New York spätestens in 6 Jahren im Regelbetrieb fliegen. In Ingolstadt könnte er gebaut und getestet werden. Und genau hier wurde der Prototyp jetzt vorgestellt. Und das Beste, ein Taxiflug soll eines Tages so billig sein wie heute die Fahrt zum Flughafen. Der Plan ist natürlich für die allgemeine Bevölkerung, einen schnellen, unkomplizierten Lufttransport anbieten zu können. Der City Airbus will eine Alternative zu Autos im Innenstadtverkehr sein. Er kann 4 Passagiere oder 350 Kilogramm transportieren, ist 120 km/h schnell und hat eine Reichweite von 50 Kilometern. Der Bundesverkehrsminister will ihn so schnell wie möglich in Deutschland einführen. Und um entsprechende Verkehrsregeln für Flugtaxis durchzusetzen, brauchen wir jetzt auch in den verschiedenen Arbeitsgruppen und Kommissionen, die ja jetzt schon tagen, diese Aufgeschlossenheit für die Mobilität der Zukunft. Wir diskutieren jetzt schon über die Einflugschneisen am Münchner Flughafen für Flugtaxis. Also Sie sehen, da sind wir schon sehr, sehr weit. Die autonom fliegenden City-Airbusse werden von einer Bodenstation gesteuert und überwacht, um möglichst Taxistaus am Himmel oder gar Unfälle ausschließen zu können. Wir denken, wir können solche Vehikel bis 2025 zulassen und als Produkte anbieten. Und dann muss man sehen, in welcher Stadt das möglich ist. Interesse ist groß. Wie das aussehen könnte, hat das deutsche Unternehmen Volocopter gezeigt. In Dubai testete es jetzt schon die ersten Flugtaxis.